Sehr gut. Und hochkonzentriert. Ich habe vorhin gesagt, jeder, der so im E-Fahrzeug wieder zurückkommt von der Probefahrt, da lächelt immer jeder. Gelächelt wird im Dualsport erst im Ziel, weil man natürlich schon sehr, sehr stark konzentriert sein muss. So ist es. Im Dualsport ist wirklich das Ende. Stark. Ich sage mal, den französischen Fahrmeister, den brauchen wir gar nicht mehr holen. Wir haben ja unseren Champion schon hier. Also richtig cool, was ihr hier zeigt. Und für 6 Jahre trainiert er, dass er so fahren kann. Da gehört natürlich auch eine richtige Portion Talent dazu, dass man das so hinbekommt. So Flo, jetzt sind wir gespannt. Er fährt nochmal einmal auf die Brücke, steht balanciert, kriegt den Applaus. Und dann schaut er sich das Hindernis an. Ich habe ein bisschen Angst. Es ist doppelt so hoch wie das, was wir vorhin hatten, ohne Rampe jetzt.